Moin Leute und willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Für all die Leute, die wieder gar keine Lust haben, Patchnotes zu lesen, gucken wir uns heute einmal das Update 7.1.3 an, was heute, an dem Tag, wo ich das aufnehme, die Server in EU gehittet hat und wo wir einige Neuerungen dabei haben, die vor allem für den Runen-Messi, Runen- und Artefakt-Messis wirklich ziemlich geile Änderungen sind, muss ich sagen. Also euer Runen-Management wird jetzt noch viel, 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 viel einfacher und ich würde sagen, wir gucken einmal rein und schauen, was da so drin steckt. In Update 7.1.3 haben sich ja vielleicht einige schon so ein bisschen erhofft, dass wir Balance-Patches sehen. Wahrscheinlich vor allem die RTA-Spieler haben schon so ein bisschen auf Balance-Patches gespitzt, jetzt nachdem die Weltarena ja quasi vorbei ist, dass man quasi die SWC ist ja, falls ihr es mitbekommen habt, SWC ist durch und wer die SWC verfolgt hat, hat vielleicht auch die ein oder andere SWC-Rolle bekommen. Da gab es ja den ein oder anderen Code, die man dort bekommen konnte. Ansonsten, wenn ihr die ganzen Codes und also was verpasst habt, checkt doch gerne mal bei uns auf dem Discord vorbei oder auf dem offiziellen Discord von Summoners War. Da werden eigentlich die Codes auch mal mitgeteilt in der Community. Ich weiß, bei mir auf dem Discord schmeißen wir immer regelmäßig die Codes raus von den Turnieren, sodass ihr dort auch eure Rollen abholen könnt. Update 7.1.3. Keine Balance-Patches, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Keine Monsterveränderung, dafür sehr viel Benutzerfreundlichkeitszeug. Also wir sehen jetzt hier im Hintergrund, ich scroll mal so ein bisschen zur Seite. Wir sehen jetzt hier vor allem im unteren Bereich, Runenmanagement wird nochmal deutlich, Runen und vor allem auch Schleifsteine und Juwelenmanagement wird nochmal deutlich verbessert. Was dringend notwendig war aus meiner Sicht, vielleicht auch schon längst überfällig, aber wir wollen es nicht zu negativ sehen, dass es solche Änderungen gibt. Man muss immer mal gucken, woher Summoners War auch mal kam, wenn man sich so überlegt, wie schlecht das alles schon mal war. Und jetzt wird es immer Stück für Stück besser. Gems und Grinds sind jetzt noch ein bisschen besser gewesen. Der geneigte Beobachter sieht hier vielleicht auch schon in der Anzahl bis, also 1122 von 2000. Seht ihr vielleicht auch schon, wenn wir hier weiter runter scrollen, wo war es? Steht es hier ganz klein unten drunter, dass hier die Anzahl der Schleifsteine und Juwelen jetzt von 1600 auf 2000 erhöht wurde. Ja, also nur mal, dass ihr jetzt schon mal gehört habt. Das ist auch mit diesem Update jetzt passiert. Und jetzt kommt mit dem Update eine neue Änderung mit rein, die wir hier so ein bisschen in voller Breite sehen. Vielleicht fangen wir auch direkt weiter oben an. Ihr könnt jetzt nicht mehr nur zwischen Runen und Artefakten hin und her schalten, sondern auch kommt ihr dann von dort aus, von dieser Verwaltungsmaske, kommt ihr auch direkt in die Schleifsteine und Juwelen rein. Sehr gute Änderung und gleichzeitig kommt ihr als damit auch nochmal mehr Filterungsoptionen, die übrigens richtig gut sind. Da gucken wir gleich nochmal in-game rein, dass wir das besser sehen. Nochmal die Dinger mit hinzugefügt und ihr könnt dann auch hier so richtig suchen danach und euch viel einfacher aussortieren. Ihr könnt gerade den ganzen Müll, wenn ich jetzt hier schon wieder so in diesem Beispiel so graue und so blaue Gems sehe, da sind viele davon, die ihr einfach schnell verkaufen könnt. Meistens auch mit diesem kleinen Mana-Beutelchen, was man hier unter Nummer 3 sieht. Könnt ihr sehr gut aufräumen und so ein bisschen für die Runen oder für die Artefakt- und Schleifstein-Messis, nicht Artefakt, sondern Juwelen- und Schleifstein-Messis, könnt ihr hier nochmal deutlich besser und gezielter aufräumen. Sehr gut, um einfach den Platz, den begrenzten Platz von jetzt 2000 Schleifstein und Juwelen, um den jetzt besser nutzen zu können. Dann sehen wir hier weiter unten, das sehen wir gleich auch nochmal in-game, wenn wir gleich nochmal reinhopsen, sehen wir dann auch, dass ihr, wenn ihr jetzt hier auf Aufarbeiten oder auf wenn ihr diese Gems anlegt, wenn ihr die tauschen wollt oder anwenden wollt, dann habt ihr jetzt auch, wird euch jetzt so eine kleine Vorschlagsliste angezeigt, worauf ihr die anwenden könnt. Das ist für Gems interessant, aber für Schleifsteine ist es noch viel interessanter, weil für Schleifsteine könnt ihr dann direkt sehen, okay, welche Schleifsteine, beispielsweise ihr habt einen Speed-Schleifstein mit 3 bis 4, also so ein lilanes Ding, und ihr wollt jetzt den anwenden, dann seht ihr sofort eine Liste von den Monstern und Runen, also von den Runen letztendlich, die diesen Schleifstein noch gebrauchen können. Und damit müsst ihr nicht wieder durch alle durchklicken. Wir gucken uns gleich nochmal an, das ist eine richtig gute Änderung, wirklich eine, die extrem toll ist. Also das macht das Schleifsteine oder das gezielte Nutzen von Schleifsteinen deutlich einfacher. Ja, deutlich einfacher. Sehr gute Änderung bisher. Wir gucken die gleich nochmal in-game an. Dann gibt es auch nochmal für die Umwandlungssteine. Also ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. Das heißt, man hat jetzt hier im Runenlager oben drin, hat man jetzt zusätzlich neben den Runen auch noch die Möglichkeit, direkt in die Gems und Grinds reinzugehen. Also in die Schleifsteine und Juwelen im deutschsprachigen Raum. Und das könnt ihr dann quasi machen. Dann gibt es quasi auch noch für Artefakte eine Conversion Stone, also über die Artefakte seht ihr, habt ihr jetzt das Zugriff auf die Conversion Stones, also die, wie heißen die im Deutschen, eingravierte Umwandlungssteine. Ich bin sehr gespannt, wie das hier im Deutschen so steht. Ist ein schönes, kurzes Wort im Deutschen.
Und aber diese Conversion Stones sind, glaube ich, bei vielen Spielern noch gar nicht so auf der Agenda. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ihr könntet ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe bei den Conversion Stones noch lange nicht die 500 voll. Und diese Conversion Stones bekommt ihr auch eigentlich nur über das Crafting-Gebäude und dort könnt ihr sie gegen Monster eintauschen. Ja, das ist das Einzige, wo ich das jetzt aktiv mich daran erinnern kann. Erfarmen kann man das noch nicht. Vielleicht kann man das ja mal irgendwann erfahren. Vielleicht ist es ja zukünftiger Content, den man eventuell so ein bisschen analog zum Raid, ne? Im Raid ist es ja so, da kriegt ihr, um Runen zu verbessern, könnt ihr im Raid Schleifsteine und Juwelen bekommen. Um Artefakte zu verbessern, gibt es noch keinen Dungeon. Vielleicht kommt ja dabei einer, wir wissen es nicht. Aber zumindest scheint man sich hier von dem Menü her schon mal in Position gebracht zu haben, dass das alles so seine Ordnung hat. Finde ich nicht so schlecht. Also, das hat man sonst immer sehr umständlich nur finden können. So, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Dann stand hier nochmal die Aufwertung der Runen und Artefakte wurde verbessert. Also, hier geht es aber, glaube ich, nicht um. Also, geht es nur darum, dass halt Schaltflächen dazugefügt waren oder was auch immer. Ja, das ist nicht so wichtig. Hier oben drüber steht noch, dass der Monster-Unterwerfungskampf noch verbessert wurde. Und das sollten wir uns nochmal genauer durchlesen, weil das habe ich. Das müssen wir uns nochmal richtig genauer erfassen. Hier steht, der Auswertungszeitraum der Monster-Unterwerfung wurde entfernt. Damit Beschwörer den Inhalt ohne Einschränkungen spielen können. Die Monsterunterwerfung ist nun auch während des laufenden Auswertungszeitraums verfügbar. Das habe ich noch ehrlich gesagt. Also, das heißt, hat man den Zeitraum hier einfach erweitert um diese Auswertungszeiträume Samstag und Sonntag. Wahrscheinlich, weil viele Leute am Samstag und Sonntag mehr Zeit haben zu zocken. Möglicherweise, so würde ich das jetzt verstehen. Hier steht, die 24-stündige Wartezeit, bis die Monsterunterwerfung nächste Woche beginnt, wurde ebenfalls entfernt. Und dann müsst ihr noch, hier ist auch so ein Hinweis für alle Leute, die die Zeiten reservieren wollen. Bitte deaktiviert die Option Autostart im Menü, Infokampf, Kampf und dann Einstellungen und aktiviert die Option wieder, wenn die Monsterunterwerfung nächste Woche beginnt, um die Zeit auf die reservierten Autostart zu ändern. Okay, das ist wieder. Also für. Too long, didn't read. Monsterunterwerfung ist anscheinend länger nutzbar und ihr könnt da länger drin angreifen. Und diese ganzen Änderungen werden dann ab dem 21. November aktiv. Dann haben wir noch eine schöne Änderung, die ich mir auch schon seit langem mal gewünscht hatte, weil man öfter mal in der Monstersuche unterwegs ist. Und man hat vielleicht schon bestimmte Monster und will man nur irgendwas nachgucken oder will bestimmte Vergleiche machen und sucht denn nach dem Namen und konnte bisher überhaupt nicht danach suchen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, nach einem Monsternamen zu suchen. Auch nicht so verkehrt. Ist eine kleine Änderung, aber besser als gar keine. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt schon weiter mit der nächsten Änderung. Und zwar geht es um die Rangliste. Die Rangliste wurde verändert. Anscheinend wurde hier was verbessert in der Anzeige. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ihr euch Ranglisten anschaut, aber also ich hatte da bisher noch nicht so den Verbesserungsbedarf. Also ich sehe da an ganz vielen anderen Stellen Verbesserungsbedarf, aber Ranglisten ist so das Allerletzte. Wo ich mir eher, wenn es um Ranglisten geht, wo ich eher Verbesserungsbedarf sehe, ist immer, wenn es um Ranglisten geht, geht es für mich auch immer gleichzeitig darum, hey, wenn die Leute hier schon mal Rang 1 abgerissen haben, was für eine Belohnung ist denn da hinten dran? Ne? Also sowas in der Richtung, wenn man, also zumindest ist das das Erste, was bei mir immer triggert, hey, wenn Leute Rang 1 oder so abreißen, warum gibt es dafür keine kleine Belohnung? Und wenn es nur irgendein komischer Skin ist oder irgendein Reittier und weiß der Fuchs, ne? Irgendwas Kleines, damit die Leute das nutzen wollen. Ich wollte gerade ernsthaft hier oben rechts aufs X drücken. Perfekt. Dann sehen wir noch, das sind noch kleine Änderungen, die, glaube ich, auch nicht viele Beschwörer überhaupt mitkriegen werden, dass man jetzt hier anscheinend auch nochmal die Monsterentwicklung ein Symbol dafür hat, dieses kleine Pluszeichen. Ich glaube, das ist nicht so relevant. Und dann, was vielleicht noch der ein oder andere jetzt mitbekommen hat und auch vielleicht schon festgestellt hat, diese Gelee-Bohnen-Farm, die wir aus dem Cookie Run Kingdom Event bekommen haben, die sollte ja Mana-Steine produzieren. Hat sie eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht. Und jetzt kann sie Mana-Steine produzieren. Es werden jetzt 600 Mana-Steine pro Stunde, bis zu 4000 können gelagert werden dort produziert, wobei ich meine, ich habe sogar schon mehr gesehen, aber gut, wie dem auch sei, viel mehr sind nicht, ein paar kleine Fehlerbehebungen sind es noch, aber lasst uns mal vor allem jetzt noch zum Schluss von diesem Video in Runenverwaltung ein bisschen genauer reingucken, weil das alles so in der Theorie zu hören ist ja mal ganz nett, aber wir gucken uns das doch mal an, was ihr damit so anstellen könnt, live in-game. So, und in-game seht ihr jetzt die besagten Schaltflächen, die wir jetzt neu haben. Und zwar einmal, wenn ihr auf dem Runeninventar hier unterwegs seid, dann könnt ihr hier die Juwelen und Schleifsteine anklicken und könnt jetzt hier auch direkt auf Verwalten gehen. Also natürlich hätte man auch dieses Item-Menü hier ansteuern können, aber ich kann euch sagen, wahrscheinlich wird dieses Item-Menü, was wir jetzt hier gerade noch sehen, wird wahrscheinlich ganz schnell aussortiert werden von vielen. Und Thema Aussortieren ist auch schon der richtige Weg. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir machen das mal, also
ihr könntet echt, diese Filterfunktionen sind echt gut. Also ihr könnt hier so reingucken, erstmal könnt ihr sagen, okay, wie viel habe ich schon so von den ganzen Sachen im Besitz und könnt danach filtern, für den Fall, dass ihr zu viele blaue Sachen mal mitgenommen habt. Oder alternativ gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass ihr jetzt sagt, wir müssen mal ein bisschen aufräumen jetzt beim Schleifsteinlager und dann versucht ihr einfach mal alle Schleifsteine mit Flat Attack. Also sind ja meistens Werte, die man viel eher aussortiert, sich anzuschauen. Und dann seht ihr hier unten schon, dass wir da recht viele blaue Sachen haben. Dann könnt ihr hier unten den Mana-Beutel anklicken und könnt dann sagen, alt klar, Wächter braucht keine Sau. Gewalt kann man drüber nachdenken. Das braucht auch niemand. Kampfgeist könnte man auch noch. Und dann kannst du hier sagen, verkaufen und let's go. Und schon aussortiert. Und früher musstest du dich ja durch jedes einzelne Set durchklicken, ne? Das ist jetzt echt mehr komfortabel geworden, richtig gut. Und so würde ich das auch jedem empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen grundlegend aufräumen wollt. Grüße gehen raus an meine Runenmessis da draußen. Dann, dass ihr wirklich mal hier so ein bisschen nach den entscheidenden Sachen so sortiert und dann schnell verkaufen. Und zack, habt ihr recht viel Platz schon in kurzer Zeit wieder gelöst. Und jetzt kommt noch was, das ist das eine zum Aufräumen. Und jetzt kommt noch was, was auch interessant ist. Wenn ihr jetzt mal hier sagt, okay, wir möchten jetzt, oh, Schleifsteine nicht lassen können, wir möchten jetzt mal Speed grinden. Und vielleicht möchte ich jetzt vor allem für die Schleifsteine hier was grinden. Dann gehe ich mal auf Verzaubern und dann werden mir jetzt so ziemlich jede Rune angezeigt, die diesen Grind noch vertragen kann. Und ich könnte dann auch hier sehen, dass hier auch wirklich, ich glaube, ich habe sogar so ein paar Runen noch. Wir machen mal nach Sub-Eigenschaften. Hier sind wirklich alle Runen, die hier angezeigt werden, sind wirklich alles die, die schon diese 4 bis 5 Grinds noch bekommen können, ja. Also das heißt, die auch schon, also ihr könnt da nicht nochmal drüber grinden, dann könnt ihr ja sowieso nicht, aber die werden auch nicht nochmal angezeigt, wollte ich damit sagen. Also ihr kriegt hier wirklich, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen besser mit einem Schleifstein, der für lila ist. Da sehen wir vielleicht nochmal ein bisschen eher. Also wenn wir jetzt hier Grinds hätten, kann es ja vielleicht nochmal raussuchen, wenn wir nochmal Grinds hätten, die schon vier Grinds oder vier Wertigkeit haben, also 4 Speed in dem Fall, dann sollten die mir hier jetzt nicht mehr angezeigt werden. Haben wir da ein Beispiel? Immensity. Hier dieser Immensity hat eine Rune mit auf Slot 3 mit +4 Speed. Und wenn ich jetzt in diesem Schleifsteinlager nach Speed, also nach dem Ding hier, verzaubern drücke, dann sollte mir jetzt auf Slot 3 der Immensity oder die Rune von Immensity nicht mehr angezeigt werden. Und das ist auch so. Ihr seht hier unten, hier ist keine Immensity mehr drin. Und das ist ziemlich cool. Diese Möglichkeit ist ziemlich cool, weil so seht ihr richtig schnell, hey, welche meiner Runen brauchen noch diese Grinds? Und das ist richtig gut. Es ist wirklich richtig gut. Das ist eine tolle Änderung. Die gefällt mir wirklich sehr. Und gerade fürs Runenmanagement macht es doch einige viel, viel klarer. Vor allem aber auch für den Nutzen von diesen super wichtigen Schleifsteinen. Also sowas wie Tempo, die man wirklich so alle 2 Jahre mal gedroppt kriegt, dass ihr wirklich da guckt und sagt, okay, welche Rune ist wirklich die wichtigste, die jetzt wirklich diesen Grind braucht. Ja, dass ihr das vor allem mit diesen legendären könnt ihr das machen. Richtig gut. Für Juwelen geht das, glaube ich, auch. Aber für Juwelen ist es dann meistens ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil theoretisch kann ja so ziemlich jeder ein HP-Prozent Gem bekommen, aber gerade für Schleifsteine ist das richtig gut. Also hier bei den Juwelen müsst ihr immer noch aufpassen, sind ja auch mit die wertvollsten Dinge, also die Dinger sind wahrscheinlich mit das wertvollste HP-Prozent oder hier Gewalt mit HP-Prozent oder Wille mit HP-Prozent. Aber da müsst ihr nach wie vor immer noch ein bisschen gucken, welche Runen ihr dafür nutzt oder wo ihr vielleicht noch grinden oder gemmen müsst. Kleiner Hinweis, vielleicht mache ich auch noch mal ein Video dazu. Dafür gibt es ja auch diese Markierungsfunktion hier oben, die ist auch in einem der letzten Patches dazugekommen, wo ihr dann auch theoretisch hier sagen könnt, hey, ich markiere jetzt mal alle Runen mit Nummer 2, um sie beispielsweise noch zu gemmen oder noch zu grinden und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einige Möglichkeiten, um einfach auch noch die in Übersicht zu behalten. Oh, jetzt habe ich hier direkt eine gemacht, die macht keine Markierung. Allerdings, wenn ihr eine Markierung setzt, immer wichtig, sobald Runen markiert sind, könnt ihr sie nicht sofort verkaufen. Ja, also das ist nochmal so der Hinweis, deswegen macht euch so ein kleines Markierungs System. Ich kann ja vielleicht noch mal einmal in einer nächsten Videos, falls ihr das möchtet, schreibt das gerne unten in die Kommentare, dass ihr noch mal so was wie Markierungen sehen wollt. Vielleicht Runenmarkierung als Stichwort, dann weiß ich, okay, Leute wollen das sehen. Dass wir dann noch mal so ein bisschen euch zeigen, wie macht was vielleicht eine sinnvolle Runenmarkierung und welche machen die Spieler, die schon ein bisschen erfahrener sind und da welches vielleicht für euch auch sinnvoll, dass ihr mal alle eure guten Runen auch mit der entsprechenden Markierung versehen könnt und dann sagen, hey,
die brauche ich noch, die, an der muss ich noch arbeiten, die ist vielleicht auch fertig und dass ihr da dann schon so ein gewisses kleines System drin habt. So viel erstmal dazu und zu dem, was jetzt mit dem Runenmanagement und mit dem Update alles dabei war. Ich hoffe, das hat für euch so einen kleinen Überblick gebracht. Ich glaube, vor allem für die Schleifsteine ist es eine tolle Änderung, also wirklich dieses System hier zu haben und auch diese Schnellauswahlfunktion, dass man hier auch schnell verkaufen kann, wirklich dann auch übergreifend. Also das bedeutet auch setübergreifend. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich auch nur die Sets nochmal eindampfen. Dann wird es auch nochmal ein bisschen übersichtlicher. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Änderung. In dem Sinne, Leute, das war mal das nächste Update und die kleinen Infos dazu, kurz und knackig. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal, lasst den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann, ciao.